Willkommen, jetzt werde ich euch zeigen, wie man die Ungleichungen löst. Oder ich glaube, man könnte sie auch algebraische Ungleichungen nennen. Lasst uns anfangen. Nehmen wir an, dass x größer als 5 ist, ja? Also könnte x 5,01 oder 5,5 sein. Es könnte auch eine Million sein. Es kann aber nicht 4 oder 3 oder 0 oder minus 8 sein. Um das alles anschaulicher zu machen, lass uns das auf dem Zahlenstrahl zeichnen. Das ist der Zahlenstrahl. Und wenn das 5 ist, kann x nicht gleich 5 sein. Also zeichnen wir einen großen Kreis hier und dann werden wir all die Werte einfärben, die x annehmen kann. Also könnte x 5,0001 sein. Es soll einfach ein bisschen größer als 5 sein. Und es würde genügen, oder? Also lasst uns einfach einige Zahlen schreiben, die die Bedingung erfüllen. 6 würde genügen, 10 würde genügen, 100 würde auch genügen. Nun werde ich die beide Seiten dieser Ungleichung mit minus 1 multiplizieren oder dividieren. Und ich frage mich, was passiert. Also, was ist der Zusammenhang zwischen minus x und minus 5? Und wenn ich sage, was ist der Zusammenhang, es bedeutet, dass ich wissen will, ob x größer oder kleiner als minus 5 ist. Nun, 6 könnte die Lösung für x sein. Ist minus 6 größer oder kleiner als minus 5? Minus 6 ist kleiner als minus 5, nicht wahr? Also, lass uns den Zahlenstrahl zeichnen. Wenn wir hier minus 5 haben, lass uns einfach einen Kreis um ihn zeichnen, weil wir wissen, dass es nicht gleich minus 5 ist und weil wir uns gerade über mehr und weniger unterhalten haben. Also sagen wir, dass 6 die Lösung für x ist. Minus 6 ist hier, nicht wahr? Minus 6. Minus 6 weniger als minus 5. Minus 10 ist auch kleiner und minus 100 auch und minus 1 Million, nicht wahr? So stellt sich heraus, dass minus 6 kleiner als minus 5 ist. Und das ist wirklich alles, was ihr euch merken sollt, wenn ihr mit den Ungleichungen in die Algebra arbeitet. Die Ungleichungen könnt ihr in Bezug auf das Zeichen größer-kleiner ansehen. Ihr könnt sie auf genau derselbe Weise wie die Gleichungen lösen. Der einzige Unterschied zwischen Ungleichungen und Gleichungen besteht darin, dass beim Multiplizieren oder Dividieren beider Seiten einer Ungleichung mit einer negativen Zahl das Ungleichenzeichen umgedreht wird. Das ist wirklich alles, was ihr euch merken sollt. Lasst uns ein paar Aufgaben lösen, um das alles ein für alle Mal zu verstehen. Und wenn ihr es einmal vergesst, dann solltet ihr euch nur daran erinnern, wenn x größer als 5 ist, dann minus x kleiner als minus 5. Und immer wieder probiert es mit anderen Zahlen. Es hilft euch, die Intuition zu entwickeln. Lasst uns einige Aufgaben lösen. Also, wenn ich sage, dass 3 mal x plus 2 kleiner oder gleich 1 ist, das ist eine ziemlich einfache Ungleichung. Wir sagen 3 mal x. Lass uns 2 von beiden Seiten subtrahieren. Und wenn ihr addiert oder subtrahiert mit der Gleichung selbst, passiert dies Böses. Also, wenn ihr 2 auf den beiden Seiten subtrahiert, erhaltet ihr 3 mal x kleiner oder gleich minus 1, richtig? Jetzt werden wir beide Seiten durch 3 dividieren. Ihr erhaltet x kleiner oder gleich minus 1 Drittel. Richtig? Wir haben nichts geändert, weil wir die beiden Seiten durch eine positive Zahl, nämlich plus 3, dividiert haben. Wir konnten diese Ungleichung auch auf etwas andere Weise lösen. Was, wenn wir von beiden Seiten 1 subtrahieren? Was ist, wenn wir sagen, 3 mal x plus 1 kleiner oder gleich 0 ist? Ich habe gerade 1 von beiden Seiten subtrahiert. Und jetzt lass uns 3 mal x von beiden Seiten subtrahieren. Wir erhalten 1 kleiner oder gleich minus 3 mal x, richtig? Ich habe 3 mal x von hier subtrahiert. Das bedeutet, dass ich 3 mal x auch von hier subtrahieren soll. Nun möchte ich beiden Seiten durch eine negative Zahl dividieren. Ich werde beide Seiten durch minus 3 dividieren. Also erhalte ich minus 1 Drittel auf diese Seite. Und in Anbetracht dessen, was wir gerade gelernt haben, nämlich wie man durch eine negative Zahl dividiert, sollen wir das Ungleichheitszeichen der Ungleichung ändern, nicht wahr? Das Zeichen war kleiner oder gleich, jetzt ist es größer oder gleich. Haben wir die gleiche Antwort erhalten, als wir die Ungleichung auf die zwei verschiedene Weise lösen? Hier haben wir x kleiner oder gleich minus 1 Drittel und hier minus 1 Drittel größer oder gleich x.
Das ist doch die gleiche Antwort, nicht wahr? X kleiner oder gleich minus ein Drittel. Ich fand es immer toll in Algebra. Ihr könnt eine Aufgabe auf unterschiedliche Weise lösen und ihr erhaltet immer die gleiche Antwort, solange ihr es richtig macht. Jetzt werde ich eine etwas schwierigere Aufgabe wählen. Nehmen wir an, dass 7 minus 8 mal x größer als 5 mal x plus 2 ist. Lass uns 5 mal x von beiden Seiten subtrahieren. Wir erhalten 7 minus 13 mal x größer als 2. Jetzt können wir 7 von beiden Seiten subtrahieren. Wir erhalten minus 13 mal x größer als minus 5. Jetzt werden wir beide Seiten diese Gleichung durch minus 13 dividieren. Es ist ganz einfach. Da haben wir x und auf dieser Seite minus 5 dividiert durch minus 13 gleich 5 dividiert durch 13, nicht wahr? Das Minus wird weggekürzt. Und da wir durch eine negative Zahl dividiert haben, drehen wir das Zeichen um. Wir erhalten x kleiner als 5 Dreizehntel. Und wie ich euch früher gesagt habe, wenn ihr mir nicht glaubt, probiert es mit anderen Zahlen. Ich erinnere mich, als ich das zum ersten Mal lernte, glaubte ich dem Lehrer nicht, also habe ich es mit anderen Zahlen ausprobiert. Und so wurde ich davon überzeugt, dass es doch funktioniert. Wenn ihr beide Seiten eine Ungleichung mit einer negativen Zahl multipliziert oder dividiert, dann ändert sich das Zeichen der Ungleichung. Und merkt euch, dass es nur, wenn ihr multipliziert oder dividiert, nicht, wenn ihr addiert oder subtrahiert. Ich glaube, es hilft euch, solche Aufgaben zu lösen. Es gibt hier wirklich nicht viel Neues. Ihr könnt die Ungleichung auf genau dieselbe Weise wie die Gleichung lösen. Der einzige Unterschied zwischen Ungleichungen und Gleichungen besteht darin, dass beim Multiplizieren oder Dividieren von beiden Seiten einer Ungleichung mit einer negativen Zahl das Zeichen umgedreht wird. Ich glaube, dass ihr jetzt bereit seid, um einige Aufgaben selber zu lösen. Viel Spaß!